Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Saxonia. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Jetzt hätte ich fast Landwirtschaftssimulator 2000 gesagt. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Es ist doch... Ach, manchmal hat man auch Dinge im Kopf. Naja, wir wollen anfangen mit der Maisernte. Hier war ja letztes Mal auch Mais. Das wir geerntet haben, das habe ich dann aber gemacht mit, also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das hier mit AI Vehicle Extension hier gemacht. Ich dürfte hier keinen Drescherkurs haben. Vorher ist 52 Feldspritze. Für den Spritzen hatte ich ja schon mal einen Kurs. Okay. Also habe ich keinen Drescherkurs. Und ich mache es aber diesmal nicht mit AI Vehicle Extension, auch wenn es im Prinzip schön schnell geht. Ich mache es mit Cosplay. Zwei Vorgewendebahnen bei 23 Meter. Das reicht. Ach, der Triebwerke. Feld 52. Ah, Drescher 23 Meter. Wir sind halt hier direkt an der Airbase. Ne? Ah, so, zack. Und. Zack. Man weiß ja nie, ob man es nicht noch mal braucht. Ich glaube es zwar nicht, aber gut. So, wir werden hier erster Wegpunkt Abfahrer einstellen. Wer macht das schon? Aua! Freund, schubst der mich hier fast weg? So, wir brauchen Abfahrer. Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, wo der beste Maispreis ist. Fruchthandel. Geht klar. Abfahrermodus 52 und wir verkaufen am Fruchthandel. So. Fährst du jetzt wieder eine Ehrenrunde? Mach das. Alle anderen Aktionen, also fast alle anderen Aktionen stehen erstmal still. Ich muss noch mal einen Blick auf die Tiere schmeißen. Stroh. Ja, Futter. Ja. Sonst ist aber alles gut. Läuft. Fast alle anderen Aktionen, wie gesagt, stehen still. Bis auf. Oh. Nee. Obwohl, warte mal. Ja, doch. Läuft gut. Ich hab den. Der ist im dritten Vorgewende. Wunderbärchen. Da kommt auch schon teilweise jetzt das Unkraut durch. Und der sät uns jetzt hier ganz tapfer Hafer an. So, das ist die Unkrautspritze. Das ist wunderbar. Die schicke ich jetzt zu Feld Nummer. Oh Gott. Auch alles offen hier. Mach mal zu. So. Die schicke ich jetzt auch zu Feld 45. Und neben der Unkrautspritze steht halt die Düngespritze. Die schicken wir dann natürlich auch zum Feld 45. So. Ja. Okay. Okay. Das läuft. Also wir werden die Spritzen nicht losschicken, während hier noch gesät wird. Was sagt er? 31 Minuten. Okay, der hält ja nicht an. Wir haben jetzt 12:51 Ingame, das heißt 13:21 Ingame wäre er fertig. Ich glaube, er ist schneller, aber wir warten ab. 13:21 Ingame. So, die Spritze. Läuft, der Abfahrer steht bereit nach seiner Ehrenrunde, wo er sich noch mal aufstellen will. Und Mann, so, hier läuft die Ernte. Kommt mir das nur so vor? Nee, der ist so langsam. Die fahren ja nur 30 mit dem Maisgebiss. Okay, aber er ist definitiv schneller als würde er mit AI Vehicle Extension fahren.
weil das Berechnen und Suchen und Neuansetzen definitiv dann hier wegfällt. Ja, dann wollen wir mal schauen, ne? Wie viel dabei rumkommt. Er hat jetzt das erste Vorgewende hinter sich, 36%. Ja, das ganze Feld kriegt er nicht rein, aber beim zweiten Vorgewende ist er dann bei, sagen wir mal, es ist ja auch weniger zu fahren, ne? Sagen wir mal bei 70% ungefähr. Ja, und das wird hier recht zügig gehen, ne? Gehe ich mal von aus. Vielleicht ein einziges Mal nur überladen. Vermute ich jetzt. Der Ertrag ist auch gering. Wir haben hier Unkraut drauf, ne? Muss geflügt werden, benötigt Kalk. Moment, wir gehen mal hier rein. So, ist erntereif. So, es ist nicht gedüngt, benötigt Kalk und voll mit Unkraut. Ja, das ist fast schon Maximum an Niederkämpfen der Ertragsmenge. Wenn jetzt der Zustand muss gepflügt werden auch noch drauf gewesen wäre, ja, noch weniger Ertrag kann man gar nicht durch niedere Einflüsse dann einfahren. Also wie gesagt, das zweite Vorgewende macht er noch. Auf jeden Fall. Und dann, ja, mal sehen. Vielleicht bleibt er ja auch da im Zaun hängen. Man weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Was machen die anderen? Die beiden warten hier. Die kommen auch heute nicht mehr zum Einsatz. Machen wir dann beim nächsten Mal. Die Sämaschine ist im dritten Vorgewinde. Hier. Fast schon wieder ganz rum. Was sagt der Verschleiß? 4,6 und 1,7%. Ach Gottchen. Das ist ja nix für die Kilometer, die er jetzt schon zurückgelegt hat. Na, das wird doch. Da bin ich mir sicher. Das gibt eine Ernte. Ach du meine Güte. Und dann nur ein Drescher. Kriegen wir in einer Folge gar nicht niedergekämpft, das ganze Zeug. Der braucht da locker. Ja, mehr als eine Stunde. Anderthalb Stunden bestimmt für die Ernte. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Naja. Wenn nicht sogar 2 Stunden. Ne? Das wäre ja wieder, 2 Stunden wäre ja ideal wieder die Länge für den Stream, wa? Ein 2-Stunden-Stream Haferernte. Könnte man drüber nachdenken. Naja, gut, warten wir es jetzt ab. Ich will, da ist er. Nee. Hälfte des Feldes ist er noch nicht. Erst auf Höhe des Zauns. Na gut. Lassen wir sie mal alle arbeiten. Das zweite Vorgewende ist fast abgeschlossen. Und ich hatte ja gesagt, 70% ungefähr. Naja, 66%, 67%. Und jetzt ist das Vorgewende beendet. So, 67%. Naja, nicht schlecht geschätzt. Worauf ich jetzt gespannt bin, ist, wie er den Rest hier bearbeitet. Also. Und dann sticht er hier so rein. Ja. Und hobelt das ganz knapp weg. Das wird mit dem Zaun wird das spannend, ne? Das sag ich euch so. Gucken wir mal, was die Sämaschine macht. Also, ja. Die Sämaschine ist jetzt bei den Feldreihen angekommen. Mit dem Ansehen. Wie wir sehen. Das ist trotzdem noch eine Menge Arbeit. Was sagt sie? 20 Minuten? Okay. 20 Minuten, 13,1 ist jetzt. Ja, das kommt dann tatsächlich hin, ne? Ich habe ja gedacht, die ist ein bisschen schneller. Also in-game haben wir jetzt 13,1. Jetzt da schon 13 Minuten 2. 13 und 2 Minuten. Jetzt kommt dann doch hin mit 13,21, ne? Ich habe gedacht, vielleicht.
Vielleicht ist es ein bisschen schneller, aber da ist die Zeitberechnung wohl präzise. Präzise genug. Abfahrer steht und wartet. Der Drescher drischt den Mais. Das ist ein Maisdrescher. Aber hat Mais nicht auch Rechte? Warum wird der Mais verhauen? Hat der Mais nicht auch Rechte? Irgendwie? Ach, keine Ahnung. So. Gehst du am Zaun vorbei? Ja oder nein? Und wenn, was machst du mit dem Mais hinter dem Zaun, wo jetzt quasi der Zaun im Weg ist und dazwischen steht? Ich bin gespannt. Da landet da schon wieder der Kampfjet. Kampfjet. Die Airbase hatten wir uns ja relativ zu Anfangs genauestens unter die Lupe genommen, wie das da aussieht. Und die war gar nicht mal so schlecht gemacht. Da sind wir auch auf die Idee gekommen, dass es tatsächlich für den LS-19 auch Militärfahrzeuge gibt. Ja, aber das ist... Ja, also ich denke, das ist Geschmackssache, ne? Ich muss das jetzt hier nicht so haben, irgendwie gefühlt. Ich habe auch noch nicht geguckt. Jetzt. Ne, doch nicht. Ich dachte, jetzt kracht er in den Zaun. So. Ja, dann fährt er gleich vielleicht dran vorbei und macht da hinten das andere Ende. Stück. Auf jeden Fall ist er noch nicht im Zaun gelandet. Dank Cosplay. 74% Füllstand. Mal sehen. Ich bin immer noch gespannt. Jetzt ist die Bahn ja hier gleich zu Ende. Und dahinter dem Zaun, hier, da ist ja auch noch, ne? Das liegt ja nicht mehr auf einer Bahn. Wie der das jetzt... Aha, jetzt fährt er dem Vorgewende nach. Dem zweiten. Mal sehen. Also der hat's geschnallt, dass der Zaun im Weg ist, ne? Und jetzt sticht der hier rein. Ja, aber was ist denn hier mit, also mit den? Also ich bin gespannt. Ja. Er fährt jetzt tatsächlich erst das ab. Aha. Aha. Okay, dann wird er jetzt hier das Ganze erstmal wegnehmen, vermute ich. Oder aber... Wir beobachten das. Er hat jetzt hier in der Ecke, also jetzt musste er einmal abgetankt werden. Da war er voll, ne? Aber der hat jetzt hier in der Ecke komplett erstmal alles weggenommen. Nimmt sich jetzt hier noch ein bisschen den Rest. Muss ich sagen, dieser Zaun, der dazwischen ist, ne, und die Bahn direkt Bahn blockiert, hat Cosplay mal wieder sehr gut gelöst. Also bin ich mit zufrieden. Die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wo fährt er jetzt lang? Wo setzt er als nächstes an? Er ist jetzt auf dem Vorgewende unterwegs. Den zweiten Vorgewendebahn. So. Der Abfahrer steht auch nicht im Weg. Der kam auch ziemlich gut hier ran. Ziemlich zügig. Er hat den Zaun auch super umfahren. Da ist also Autodrive. Wenn da irgendwas im Weg steht, ist Autodrive schon spitze. Ah ja. Hier macht er jetzt weiter. Schöne, gerade Bahnen wohl. Okay, dann ist das Problem ja gelöst. Das Feld wird dann, ja, 13 Minuten. Ist gut. 13 Minuten. So, 10 Minuten sagt er hier noch. Ja. Dann haben wir fertig angesät. Dann müssen wir noch spritzen und nachdüngen. Vor allem oben vor Kopf hatten wir dann schon Unkraut gehabt.
Meine Sorge war ja, dass wir schon die erste Wachstumsstufe bekommen, während wir noch ansehen. Also das passiert mit der Sämaschine nicht. Aber ich kann mir vorstellen, bei einem Feld dieser Größe mit einer ganz normalen Sämaschine, das wäre wohl dann so gekommen, ne? Dass dann die erste Wachstumsstufe schon eingesetzt hat, bevor die Arbeiten vom Ansehen fertig sind. Konnte ich mir gut vorstellen. So, der ist hier schneller fertig als unser Drescher mit dem Mais. Sollte auf jeden Fall so sein. Gucken noch mal eben bei dem Drescher. Warum tappe ich eigentlich immer durch? Naja. Ist Gewohnheit. So. Drescher sagt 12 Minuten noch. Das wird dann auch so in ungefähr passen. 12 Minuten. Hier sagt er noch 8 Minuten und ein paar Sekunden. Wunderbar. Dann sind wir hier schneller fertig. Ist in Ordnung. Wir sind hier jetzt bei der letzten Bahn zum Ansehen und man sieht, das Unkraut hat schon angefangen, um sich zu schlagen. Jetzt nicht überall. An vielen Stellen haben wir es einfach beim Pflügen. Nee, beim Säen. Pflügen. Beim Ansehen mit untergearbeitet. Aber, ne, es ist da. So, Ansehen ist beendet. Hafer. Na, das gibt Stroh und Geld. Gut. Den räumen wir das nächste Mal auf. Hier, ne, machen wir nächstes Mal weiter. Dann machen wir auch die beiden Spritzen ready, dass die arbeiten können. Du stehst hier rum. Und ich glaube, der ist auf der letzten Bahn, ne? Kann das sein? Ist das vom Timing her echt so gut? Na, wo ist er? Da. Nee, vorletzte Bahn. Eine muss er noch. Dann ist er voll. Na, ist doch aber trotzdem sehr gut aufeinander abgestimmt, die Arbeiten heute. Hut ab. Ja, dann werden wir Mais noch verkaufen. Guckt euch Kontostand an. Sind nur noch 48.000, ne? Das Ansehen mit dem Düngen hat richtig Kohle gekostet. Und jetzt stelle ich mir vor, wir hätten jedes Mal noch fahren müssen, um Saatgut und Dünger aufzufüllen. Heidewitzka. Gut, dass ich das eingestellt habe, ne? Saatgut, Helferbedankung, Saatgut kaufen. Helferbedankung Dünger kaufen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das mache, was ich da für ein Skript benutze. Müsst du kein Skript benutzen. In den Spieleinstellungen. Na, Kraftstoff kaufen, Saatgut kaufen, Dünger kaufen, Gülle kaufen, Mist kaufen. Ne? Dann passiert das direkt simultan. Und das, was auf dem Feld verbraucht wird, beim Ansehen zum Beispiel oder beim Düngen, wird direkt vom Konto abgezogen. Ach, ja. Nächstes Mal denken wir dann, also versuche ich dran zu denken. Dann kann ich das ja zeigen bei den Feldspritzen. Da ist ja nur ein bisschen drin, damit die Feldspritzen wissen, was sie spritzen sollen. Das ist so eine Eigenart gewesen. Immer bei Cosplay. Und während die spritzen, wird dann nicht das verbraucht, was in den Spritzen drin ist, sondern es wird direkt nachgekauft. Und direkt vom Konto abgezogen. Ich glaube, wir gehen dann vor der Ernte noch ins Minus. Nein, Moment, muss nicht sein. Wir verkaufen ja jetzt gleich Mais. Dafür gibt es ja Geld. Ne? Und dann, ja, haben wir wieder ein bisschen Puffer auf dem Konto. Ich bin so gespannt. Also die Ernte auf Feld 45 dann auch, ne, ganz klar. Wir haben dann noch mehr zu ernten. Aber wir werden beide Drescher nehmen. Nee, einen Drescher nehmen und auf der 45 ernten lassen. Dann, wenn es soweit ist. So. Voraus. Jawoll. Abfahrer rufen. Ja, er gibt Gas. Da hinten kommt er.
und aufgepasst. Ich habe denen erlaubt, auf dem Acker richtig Gas zu machen. 80 km/h, 90 km/h, 100 km/h. Der John Deere ist immer am Schleudern. Der Fendt scheint da sehr stabil zu sein. Der schleudert nicht. Kann mich auch irren, dass das jetzt einmalig war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den Drescher nach Hause schicken gleich. So. Und das, den Mais werden wir dann, wenn er leer ist, verkaufen fahren. Bin ich mal gespannt, was wir für das bisschen kriegen. Könnte die Felder auch verbinden, ne? Hier so. Die 52 mit der 51, mit der 50, mit der 54, mit der 31. Alle verbinden zu einem Feld. Das wäre sehr dumm. Ah, eine Menge Arbeit. So, Drescher zuklappen. Fahr du mal nach Hause. Wir nehmen jetzt hier den Fendt und wir sagen ihm, du fährst jetzt bitte verkaufen beim Fruchthandel. Und dann bin ich mal gespannt, ob es klappt. Ja, er ist schneller als der Drescher. Das ist schön. Bin ich mal gespannt, wie viel dabei rumkommt. Wir sind auf der Zielgeraden. Da ist gleich der Trigger. 333.078 Liter beim Fruchthandel. So, na komm. Na komm. Ich finde das gut. Sollen sie lieber zu langsam am Trigger ranfahren als zu schnell und dann nicht rechtzeitig bremsen? Na, guckt mal an. Mais. 429.300 Euro. Ist doch in Ordnung. Haben wir wieder einen ordentlichen Puffer jetzt gleich, also nicht gleich. Nächstes Mal bei den Spritzen. Feldspritzen. Nicht den Spritzen, Feldspritzen. Und dann, ja, der macht das gut. So, und dann rücken wir hier erst dem Unkraut zu Leibe, düngen gleich hinterher und dann haben wir hier maximalen Ertrag. Ich gehe davon aus, dass die Feldspritzen sowieso auch schneller sind, weil die eine höhere Arbeitsbreite haben. Bei 50 km/h werden die weniger als 30 Minuten brauchen. Aber das wird sich zeigen. Für heute war es das wieder, meine Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird hier richtig rumgespritzt und mal gucken, was wir nebenbei noch machen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich werde jetzt noch ein bisschen das letzte bisschen schönes Wetter genießen. Sind ja nur noch, na, was haben wir? Bei mir ist heute Montag, Dienstag, Mittwoch, vielleicht Mittwoch noch schönes Wetter und dann ist erstmal wieder Schluss. Obwohl ich bin ja auch so einer, wir hatten das ja schon mal, ne, im November T-Shirt-Wetter. Ne? Ich bin da immer guter Hoffnung. Egal. Ich war bin und bleib der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.